jetzt machen wir, ups, machen wir den letzten Part für heute. Und der letzte Part in den Ferien. Hohoho. Ey, ich hau mich schon selber in die Fresse, wenn ich das nur sage. Ich, oh. Dann so ein Knockout und dann seht ihr nur 15 Minuten nix. wie ich auf den Mietskätzchen hier starre, der aus dem Baum rausguckt, ne? Ich finde das Bild irgendwie süß. Ja, auf jeden Fall, was ich noch auf YouTube alles mache, mit Ausnahme von Let's Plays hochladen. Ich tue natürlich auch, ja, Let's Plays machen, stellt euch vor, haha, ich mache Let's Plays, mache deutsche Let's Plays. Nein, ja, doch, doch. Ja, welche Let's Plays beobachte ich noch zur Zeit? Vielleicht interessiert euch das ja so ein bisschen. Ihr seid immer informiert auf meiner Kanalbeschreibung, an meinen Empfehlungen. Da seid ihr eigentlich immer schön informiert, welche Kanäle ich noch so beobachte, welche Let's Plays ich noch so beobachte. Ja, wie üblich ja, was heißt hier, meine Vorbilder. Die Leute, die ich als Let's Play zu verdanken habe, eben Rammstein-Fan992 und Linkor, die beobachte ich halt immer noch und ab und zu tue ich mir auch ihre Let's Plays angucken. Je nachdem, was sie machen. Ja, dann Beats & Voices, ist ja klar. Weil er auch gerade Spiele macht, die ich selber kenne, die ich auch selber schon mal gespielt habe. Da bin ich mal so gespannt, wie er es so ein bisschen macht. Aber der hat ja auch gerade ein bisschen wenig Zeit, insofern kommt da auch nicht so viel. Ja, wen noch? Wen tue ich noch beobachten? Wen ich jetzt mittlerweile gefunden habe, schon Überraschung, dass ich ihn erst jetzt gefunden habe. Funk Royal, vielleicht kennt ihr ihn. Ganz, ganz und Urgestein der Let's Player, wenn wir schon sagen. Einer der ersten deutschen Let's Player und ich muss schon sagen, der ist genial. Da würde ich schon sagen, vielleicht sogar den besten, den ich bisher gesehen habe. Jetzt wirklich ernst gemeint, weil ihr müsst ihn euch angucken. Ich habe ihn ja schon als Kanalempfehlung hingestellt. Der Typ ist geil. So, wen beobachte ich noch? Natürlich Chainsaw16. Auch einer der besten. Richtig geil. Und da, tja, da schaue ich mir auch so an, was er immer macht. Dann noch ein bisschen Weehawk LP ab und zu mal. Macht jetzt zwar nicht so die Let's Plays, die mich so interessieren, aber ich finde ihn trotzdem richtig gut und ja, lohnt sich trotzdem hinzugucken. Gibt ja ein paar, die sich für andere Spiele interessieren. Mittlerweile dreht der Pulli auf. 6. Division schon. Und noch wer? Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, da hört es bei mir schon fast auf. Ja, bei denen hört es auf. Die habe ich auch alle als Kanalempfehlung. Habe ich die? Ja, muss ich doch. Ja, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Was denke ich so lange drüber nach? Natürlich habe ich das. So, das sind so die, die ich noch beobachte. Ansonsten ist meine YouTube-Beteiligung damit eingestellt. Mehr mache ich nicht. Ich mache also nur, ne? Nur, ich mache nur Let's Plays. Ich bin nur ein deutscher Let's Player. Ich bin sonst nix. Nein. Also ich mache Let's Plays und gucke auch welche. Aber das hört dann doch wirklich auf. Irgendwann, ups. Irgendwann brauche ich wieder ein bisschen Freizeit für mich. Und ja, das werde ich jetzt bald schon wieder haben. Falls euch vielleicht ein bisschen wundert und vielleicht auch mal fragt, warum ich denn während meiner Arbeitszeit nicht in der Woche hochladen, es liegt daran, weil ich einfach keine Zeit habe hierfür. Ich muss arbeiten, das mache ich recht lange. Ich tue recht früh aufstehen dafür. Wann will ich nicht sagen? Es reicht euch einfach nur, wenn ich recht früh sage. Dann, wir haben gerade übrigens den 1. Januar 38, das. Ja, komme ich nach Hause, bin ab und zu mal ein bisschen im Arsch. Ja, werf mich vielleicht mal ganz kurz so auf Ohr, für eine Stunde, schön, Stündchen, wenn ich noch was müde bin, aber ich hoffe mal nicht. Ja, dann muss ich etwas für mich selber machen, eventuell noch was lernen, eventuell was für Fahrschule gucken, eventuell muss ich nochmal dahin, nochmal dahin, nochmal dahin. Dann treffe ich vielleicht nochmal mit ein paar Kumpels und bla und bla. Und dann seht ihr einfach, dass wir am Ende wieder so ja, um die 9 Uhr haben oder vielleicht sogar 8 Uhr. Ja, und hochladen lohnt sich dann irgendwie nicht mehr. Und dann heißt es für mich, ich mache höchstens Parts, wie das, was ich jetzt mal hier mache, damit ich es schön für ein Wochenende aufsparen kann. Ja, und so zieht sich dann ein Arbeitstag hin. Man macht, und was kriegt man?
Vorerst nix. So Monatsende, dann wundert man sich, dass man auf einmal ein bisschen Kohle bekommen hat. Da wundert man sich, dass man was bekommen hat, wie ich es hier auch ausdrücke, ey. Wo habe ich das her? Da kenne ich ja gar nicht. Woher kommt das nur? Bestimmt hat meine Mutter mir das geschenkt. Ich bin so ein kleiner armer Bug. Bug, ja klar. Klar, ich bin so ein armer Butler, ne? Ja klar. Klar, Rosenkohl. Es gibt nichts zu erzählen. Es gibt einfach nichts zu sagen. Das ist das Problem. Ich kann nur so blöd drumherum erzählen, weil es einfach nichts zu sagen gibt. Die nächsten Parts von Armageddon muss ich auf jeden Fall wie mit einem Gastkommentator machen. Ich brauche Gesprächsbedarf. Und das habe ich alleine fast gar nicht, weil ich ja nur mit mir selber rede. Oder beziehungsweise indirekt mit euch rede. Indirekt, weil ich weiß nicht, ob ihr zuguckt, ich weiß ja nicht, ob, ne? Und deswegen indirekt. Und Leute, vielleicht schaffen wir sogar. Nee, schaffen wir nicht. Österreich schaffen wir nicht. Wir schaffen kein Österreich, bla bla bla. Wö wöchentliche Verluste von 0,02%. Warum denn? Liegt's am Winter? Es liegt am Winter, denn hier ist alles zugefroren. Ja, ganz Deutschland ist gerade von einer Eisschicht überfallen worden. Wie hieß es nochmal? The day after tomorrow, ja. Ja, minus 50.000 Grad und einen Tag später ist alles wieder normal. Geiler Film. Kann ich nicht empfehlen. Obwohl doch, er war eigentlich ganz okay, mit Ausnahme, dass er irgendwie ein bisschen unlogisch war. The day after tomorrow, ja klar, der Tag nach morgen. Übermorgen. Film zu Ende. Ich finde solche kleinen Filmwitze immer gut, ey. Wie wär's damit, ey? The day before tomorrow. Today. Na, mein Englisch ist nicht so gut. Das solltet ihr vielleicht auch noch wissen. Wenn ihr mein Englisch mal hören würdet, der würde denken, ich bin besoffen und, ja. Keine Ahnung. Ich bin nicht so der Englischsprecher. Das könnte ich mal vergessen, das ist nicht meine Sprache. Ich kann zwar so ein bisschen was, ich würde mal sagen, die Hälfte kann ich. Und wenn ich einen englischen Text vorlesen muss, dann verstehe ich auch nur die Hälfte. Aber es reicht, um den Sinn zu verstehen. Und das reicht mir noch. Insofern sollte ich mal ein Spiel LP'n, was Englisch ist, wundert euch nicht, dass ich dabei nur die Hälfte verstehen sollte. Und wundert euch bitte nicht, wenn ich euch nicht alles vorlesen kann. Das ist einfach so, weil ich nicht kann. Ich hole mir bestimmt kein Wörterbuch daneben und gucke jedes Wort durch, dann, weil dann würde allein für den Text schon ein Part brauchen. Da würdet ihr denken, such mal schneller, du Sack. Und dann gehe ich wieder nur, ja, geht aber nicht. Dann seht ihr mein Englischlexikon nicht. Denn da sehen die Wörter genauso aus. Dann bewegen sich irgendwann am Ende noch die Buchstaben. Dann denke ich mir nur, ich bin dumm drauf. Nein. Natürlich nicht. Ich bin nicht auf Drogen. Nein, bin ich nicht. Ich habe das vielleicht nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich bin nicht auf Drogen. Nein. Weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Geldproduktion plus 10%. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Dafür ist meine Modernisierung nicht gut genug. Ich merke schon, ich werde es mittlerweile wahnsinnig, wenn ich LPs mache und nicht mehr richtig Deutsch reden kann. Dann fange ich an, Scheiße zu erzählen. Ich finde es richtig interessant. Warte mal. Moment, Moment. So viel Zeit muss sein, Leute. So, ich gucke hier nicht auf Frankreich, das seht ihr hoffentlich. Ja, bla bla, komm. Guckt euch mal die Armeen an. Klar überlegen. Nö, wir greifen nicht an.
Ey, wie liebend gern würde ich jetzt einfach mal Spanien mal ein Bündnis holen und einfach mal den Oberbefehl übernehmen. Ah, gut, da ist jetzt die Fabs-Anzeige. Gut. Dann weiß ich ja immer noch, dass ich aufnehme. Nicht so wie bei Doomsday. Auf einmal war sie weg. Das ist komisch, wenn ich irgendwie dieses Fenster da oben öffne, was ihr gerade gesehen habt. Ups. Ich bin weg. Nee. Also, wenn ich dieses Fenster öffne, dann verschiebt sich meine Fabs-Anzeige von einer Ecke zur anderen Ecke. Und wenn sie mal quasi alle Ecken besucht hat, dann ist sie auch immer so unsichtbar. Dann ist sie weg. Dann sehe ich nicht mal ich sie. Das ist dann ist ein bisschen doof, weil dann weiß ich nicht, ob ich aufnehme. Und dann enden wir so wie die Parts vor ein paar, ja, vor einem Monat oder so. Plötzlich habe ich nur 10 Minuten aufgenommen, wobei ich eigentlich 50 aufgenommen habe. Ja, zu oft hintereinander die Fabs-Taste gedrückt. Duck, duck. Nimmt er nicht auf. Registriert er nicht. Jetzt sehe ich sie immerhin wieder. Jetzt weiß ich auch, woran es lag. So. Ach, schön. Ich setze mich erstmal gleich von meinem PC, tue dann erstmal was für die Fahrschule lernen und parallel tue ich ein paar Blitzkrieg-Videos hochladen. Denn wir haben heute Sonntag. Samstag. Na klar, wir haben Sonntag. Wäre noch schöner. Wäre mein letzter freier Tag. Und den hätte ich bestimmt nicht hiermit verbracht. Bestimmt nicht. China, die Deiche sprengen. Das kennt ihr vielleicht auch noch. Konnte ich nicht vorlesen, weil China das Event bekommen hat. Naja, wen juckt's? Den Grund kennt ihr wahrscheinlich schon. Oh, China nur noch 12, 15 IK. Naja. Schon ging an nichts. Tut Amerika die etwa nicht versorgen? Das ist ja lustig. Japan macht die kalt. Das Kaiserreich macht die kalt. Wenn ich mir so drüber nachdenke, was ich eigentlich für komische Akzente sprechen kann. Das ist irgendwie komisch. Frag nicht, ich kann kein Kölsch. Das ist ekelhaft. Das ist schon kein Deutsch mehr. Da finde ich Berlinerisch noch besser. Wobei ich an sich diese ganzen komischen Laute scheiße finde. Also Hochdeutsch muss sein. Ich muss alles verstehen können. Und wenn mir einer jetzt mit komischen Düpp und Blab da rumquasselt, dann denke ich mir auch nur, bekommst du gerade aus der Irrenanstalt oder bist du wirklich ein Ausländer? Also Ausländer und dann versucht Deutsch zu lernen, so meine ich das. Also weil, ja, das hört sich einfach nur komisch an. Da denke ich mir auch selber, ja, du hast genug getrunken, mein Freund. Geh mal lieber ins Bett und sei erstmal wieder nüchtern. So ungefähr stelle ich mir das dann gerade vor. Dann bist du Hochdeutsch, sodass ich alles verstehen kann. Also an sich jeder es verstehen kann. So, die First Army kann aufgestellt werden. Warum denn nicht kluge? Du halt. Seien wir ehrlich, du warst auch Oberbefehlshaber Heeresgruppe Nord. Jetzt zeige ich euch, wie man Truppen umbenennt. Ups. Ja, erste Armee. Ihr klickt auf das Hauptquartier und da habt ihr hier oben die erste Armee. Da klickt ihr mit der Maustaste drauf und dann könnt ihr wegmachen und dann schreibt einfach hin. Und fertig. Heeresgruppe Mr. Hauptquartier. So tut man Truppen umbenennen. Das habt ihr jetzt auch gesehen. Dann habe ich euch mal was Sinnvolles in diesen drei Parts gezeigt. Oh mein Gott, ich zeige euch etwas Sinnvolles in meinen Videos. Ja, sowas gibt's auch. Stell dir vor, nein, stell dir vor, Leo. Jetzt hätte ich fast meinen Namen verraten. Aber auch nur fast. Ha, 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 ha. So. Genug gequasselt. Hier kommt der Cut. Ich wünsche euch eine schöne Woche, Leute. Ich will mal hoffen, dass die Arbeit chillig bleibt bei mir. Ansonsten werdet ihr meine Stimmung an den nächsten Videos merken. Tschö, Leute, und ja. Ich hoffe, ihr habt einen guten Urlaub. Aber haben sie immer noch. Shit. Tschö.